Ja, liebe Leute, willkommen zurück zum Metro. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Oh, ja. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig. Okay, deswegen sind wir da. Ich habe die Schrotze. Wenn es geht los, wir checken die Lage. So, wir müssen also raus. Alles klar. Wir verlassen das. Wir gehen zum Botanischen Garten. So ist der Plan. Ich versuche, dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter angehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Sachenlampen. Okay. Bist du bereit? Dann los. Na, warte. So. F. Na, los. Warte mal, ich. Die Türen schließen sich. Naja, das ist kein Scheiß. Ich wollte mal kurz mit Anna reden. Anna, warte mal. Ich schaue immer mal ein bisschen rum. Du kannst eine Weile vorgehen. Du kannst eine Weile rumschießen. Ja, ich bin dann irgendwann hinter dir. Ich... Wieso nennst du mich immer Kaninchen? Wenn du siehst selber nie aus wie irgendwie, keine Ahnung. Ich will nie mit dir reden. So. Erstmal wieder rumprobieren hier. So. Schauen wir hier hinten was. Wir haben hier nichts. Alles abgefackelt hier. Super. Strom ist an. Öffne das Tor. Ich gebe dir durchgehend Deckung. Oh, hallo. Geht's dir gut? Geht's dir gut hier unten? Ja, alles gut. War schön. Das ist schön. So. Na, kann sein. Könnte ja sein, dass irgendwas ist. Ich bin keine geduldige Frau. Beweg dich, es sei denn, du willst deinen Tritt in den Arsch. Ja, das können wir mal probieren. Ja, mach mal los, bitte. Komm. Getraust du nicht. Voila. Warum darf ich eigentlich immer betätigen, hä? Die Hebel. Toll, das hat sich gut gemacht. Ich ertrag die definitiv nie lange. Das weiß ich jetzt schon. So, wartet mal hier. Ist irgendwas bei euch, ihr Opfer? Alles klar, los geht's. Ja. Geh mal vor. Geh vor. In Ordnung. Die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Ah ja, das ist mir egal. Warte hier. Ich wusste es doch. Bewegung, ich komme nach. Halt doch mal deine Klappe. Das nervt. Du nervst schon. Rein da. Hab keine Angst vor ein bisschen Dreck. Ah. Geh nach rechts. Links ist deine Sackgasse. Ja, da gehe ich trotzdem mal hin, weil da kann ja irgendwie Kram sein. Ja? Man weiß es nicht. Hier ist bestimmt irgendwas. Machen die drei hier? Gestorben. Krass, Alter. Krass. Hier, siehst du? Hier. Ich wusste es. Gibt's noch mehr? Kram. Darf. Zeug. Kann ich mich ducken, oder? Ah, das muss ich wahrscheinlich einstellen. Ah, okay. Na gut. Okay. Da war's das. Wo bist du? Da vorne, alles klar. Ich check trotzdem mal schön. Die. Was ist mit denen los? Haben Angst vor irgendwas, hä? Na dann, viel Spaß. Okay. Scheiße, das Ding ist. Ja, das rennt aber in die andere Richtung. Das kann es doch egal sein, oder? Kinder, wir sind kleine Kinder, ne? Das ist ein kleines Baby. Ich verstehe dich gar nicht. Ich lese nur einen Text. Was? Setz deine Maske auf. Warte mal bitte. Hier geht's auch lang. Siehste, hier gehe ich mal lang kurz die Lage checken. Ist hier rein? Hier geht's nicht rein, oder? Gehe ich mal hier lang.
das? Aber hier ist nichts. Doch, ach hier. Warte mal, nehmen wir erstmal hier das Zeug. Super. Den Eintrag hätten wir bestimmt nicht gefunden. So. Okay, jetzt. Hoch zur Oberfläche. Hallo? Hilf mir hier mal! Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Okay. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen, also kann ich da nicht rein. Ah, du bist ein normales Mädchen. Ich glaube, da die Schwarzen hier so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir halten Funkkontakt. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut. Dann viel Glück. Also, ich darf wahrscheinlich... Was machst du? Ach, du kletterst hier hoch? Okay, okay. Dann bin ich auf mich gestellt. Wo muss ich hin? Geradeaus. Logisch. Gut, das heißt, ich kann jetzt erstmal in Ruhe die Lage checken. Ja? Weil wir wissen ja, es gibt meistens immer woanders Stuff. Munition. Sowas wie hier. Ha! Genau, sowas wie hier. Und Schrotmumpeln. Kann ich den Kopf mitnehmen? Warte, hier war noch was. Ach, das ist die 2. Ne, die brauche ich nicht, oder? Nehmen wir die Mumpel. Eine ist es bloß. Behalte dann doch lieber die andere. 112 Schuss, das ist gut. Das wird. Oh, was? Oh Gott, was war denn das? Bin hier eingebrochen oder was? Muss ich aufpassen, Zucker. Okay. Stellung. Ich kann nicht sehen. Da, wo das Nest war, brennt immer noch was. Okay. Eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Ja. Das ist seltsam. Das könnte nach all dieser Zeit denn hier noch brennen. Weiß ich auch. Geh darauf zu. Ich gebe dir Deckung. Okay. Warte mal, habe ich nachgeladen? Habe ich ja... Alles ein bisschen schräg aus hier. Das war sozusagen das Gebilde, wo die gewohnt haben, oder diese Stadt, oder wie man es nennt. Das. Okay, ich sehe schon scharf. Ja, kurz checken, wo lang? Danach, mehr nach dort. Okay. Mit hier runter. Ich sehe eine Bewegung. Mach dich bereit. Rechts von dir. Das sind keine Schwarzen, das sind Telepathen. Rechts von mir. Okay, okay. Ich arbeite dran. Die Telepathen. Oh, oh. Das Geheule war ärgerlich. Gleich kommen noch mehr. Noch drei. Weiter so. Ja. Okay. Ja, drei drauf. Und wo seid ihr? Okay. Okay. Gut, die ballert mit. Das ist super. Was das? Sieht so aus, als hätten wir hier ordentlich aufgeräumt. Wie geht es dir? Hey, alles klar bei dir? Ja. Wusste mich nicht. Arbeit. Vielleicht bist du ja doch mehr als nur ein Versuchskaninchen. Vielleicht kriegst du ja doch mal rum, hä? Da ist irgendwas am Rand des Kraters. Ein Baum versperrt mir die Sicht.
Gut, nach links. Wir führen einen Weg dran vorbei. Okay. Hier lang? So? So? Guck mal, ich muss mal checken, wahrscheinlich hier lang, oder? Nee, noch dort muss ich. Da hinten ist irgendwas. Da zappelt irgendwas. Aber ich kann ja hier gar nicht lang. Vielleicht macht das dann Bogen, ne? Ja, hier geht's lang. Ich gehe einfach mal hier lang. Was gibt's hier? Irgendwelchen coolen. 8 Minuten? Das ist ja arschwenig. Alle tot? Nö. Ich sollte wahrscheinlich keine Munition vergeuden. Für so einen Kram. Ich glaube, okay. Ich kann ihn sehen. Etwa 30 Meter von dir auf 2 Uhr. 2 Uhr? Da ist er. Sieht klein aus, aber es ist definitiv ein Schwarzer. Okay. Rüttel dich ab. Na los! Ne, nix, ich seh ihn nicht. Troller. Bei Uhr ist er dort eigentlich. Verschwindet. Ach! Alter! Verdammt! Ist der schnell! Wie hat er das gemacht? Reise ihn von links ein. Er ist noch da. Ziele! Okay. Tja, wie hat er das gemacht? Ist hier noch irgendwas? Nee, hier gibt's nichts. Okay. Gibt's hier was? Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Warte, er müsste hier sein und mich beobachten. Ich sehe ihn. Du stirbst, du kleiner Scheiße. Kleiner Scheiße. Und? Nicht getroffen, ne? Bring auf ihn, Artyom. Es führt kein Weg dran vorbei. Wie auf ihn? Ja, mach ich doch. Scheiße, hab einen verfehlt. Ups, da ist er. Rechts. Er ist direkt über dir. Pass ja. Auf, Todd. Alter. Alles klar. Alles klar. Kein Stress. Ich geh mal hin, oder? Ja. Was war das? Das Reich, die oder was stand da? Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Okay. Liebe Leute. Wir machen noch ein Stück weiter, ne? Klar. Herr Sturmbannführer, diese Gefangenen wurden am Botanischen Garten festgenommen.
Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rache ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, 10 Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Körper halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant. Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh. Ich zähle bis 3. 1. Die rote Linie lebe hoch! 2. Lang lebe Genosse Moskwin! 3. Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bring den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Danke, Kumpel. Hier, nimm das Messer. Okay. Behalte es. Du gehörst also zum Sparta, oder? Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Ich würde aber gerne die Pistole von ihm nehmen. Hallo. Hier, der hat bestimmt die Pistole. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Okay, gerne. Okay. Gut, also, was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Der führt irgendwo hin wahrscheinlich. Komm, lass uns reinhüpfen. Kann ich deine Knarre kriegen? Willst du das Messer nie nehmen? Okay, oh. Verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Okay. Du zuerst. Du machst den Weg frei, so ein bisschen sauber, so. Scheiße! Mist! Verdammt! Komm! Leichen, was ist denn das? Das ist Alter, abschauen. Krass. Schisten. Warte mal, ich check trotzdem mal, vielleicht gibt's da irgendwie Kram. Wir haben von ihren Vorfahren einiges gelernt. Hey! Mir nach! Ja. Also, wo zum Teufel bist du? Hier! Psst! Lass das mal checken. Wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Ist Aufzug? Oh Gott. Lass uns okay. Gute Güte. Ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört. Aber es mit eigenen Augen. Oben steht einer. Da oben. Mein Gott. Wo bist du? Ja, hier, warte doch mal. Nein, halt doch mal die Klappe jetzt, du quatschst. Zu viel. Einfach zu viel. Knall den doch ab. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Naja, die sind alle tot. Oben ist einer. Okay, der eine, der... Tja, da. Lass uns aufbrechen. Bleib durch. Und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Okay. Okay. Ich glaube, das geht schief erstmal, oder?
ich hocke. Wir machen das jetzt. Hey Cooper, das ist kein Ort, um nachzudenken, verstanden? Schatten. Geh mal hier lang. Also. Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Wie geht es weiter? Der guckt gleich zu uns. Ein Gitter. Wie, du wusstest gar nicht, wie es hier reingeht? Ach, Mist, Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So was? Viel wissen wir jetzt. Na toll. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Was, wenn... Hey, hey, heb mich mal hoch, ja? Ja, wie soll ich das machen? Okay, bitte, los, komm. Okay, und ich? Ich? Okay, danke. Komm hier hoch. Psst, jetzt hör zu. Tu so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Okay. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur stillatmen. Das sieht mich doch gar nicht. Unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Danke, Bewegung! Danke. Unser Anführer sagt, das Erschießen sei für Mutanten. Wie weiter? Wir haben nichts anderes verdient. Mir noch. Außerdem sieht das auch noch gut aus. Weißt du, ich stimme dem Anführer da nicht ganz zu. Knall die doch ab, das sind zwei nur. Okay. Du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also, hab schon Messer. Aber nicht so früh anfangen, ja? Aber was? Los! Bitte! Ich bin in V oder E? Töten natürlich. Diesen Typen muss man nur töten. Hey, hörst du mich? Sieh mal, da ist ein Hebel. Er löst die Leiter. Wo ist ein Hebel? Sehe keinen Hebel. Wenn du ihn ziehst, kommt die Leiter runter. Ach, der. Oh. Cool. Schnapp dir so viele, wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Okay. Damit erreichst du nichts, außer dass wir alle getötet werden. Was soll ich holen? Oder kann ich das betätigen? Okay, schraub die Glühbirne raus. Ja. Hi, alles klar bei euch hier? Super hier drin, ne? Macht Fetz, oder? Gott, der hat das gerade mitgekriegt, oder was? Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns dann. Okay. Hey. Spartaner! Ja. Hals- und Beinbruch. Alles klar. Okay, warte mal. Da kommt der Typ, der geht dann weiter. Mal sehen, wo er lang geht. Kommt der dann... Der erklärt das in der Richtung. Jetzt folgst du diesem Gerüst. Du musst allerdings die Wache zum Schweigen bringen. Na klar, deswegen... Was für eine Verschwendung. Mein Leben war kaum der Rede wert. Scheiße. Deswegen will ich ja... Worauf wartest du noch? Ja, ich geh doch schon. Es mit dem Gerüst, da kommst du durch. Ich geh doch schon. Essen. Hunger. Essen. Als wenn wir für dich etwas... Zack, weg. Alles mit. Mann, ich würde dich ja gerne rauslassen, aber... Schaltbrett oben im Wachraum. Im Wachraum. So, was sind wir hier? Hier kommen wir nicht, da muss ich außen rum, ne? Nee, das machen wir aus, ne? Okay, dann gehen wir halt hier rein. Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Hast du den Verstand verloren? Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Und dieser Händler von der Hanse hat mich die ganze Zeit genervt. Ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung. Ich fahre ja wahrscheinlich durch, ja? Und dass er gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach...
Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Ist zu viel für... Ich bin vielleicht mal weg, oder? Sag's nur nicht dem Oberscharführer. Ich habe 200 Patronen dafür bekommen. Ich nehme die Hälfte. So, warum laufen Sie hier rum? Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ab in die Kaserne mit Ihnen. Okay. Ja, Herr Oberscharführer. Sind Sie weg? Schaut mal noch kurz. Okay, machen wir weiter. Wir brechen wahrscheinlich durch, ja? So wie das aussieht hier, oder? Es geht. Okay. Gut, ich muss hier weiter geradeaus. Ich hab's gleich geschafft. Was? Ach, da hängt einer, Alter. Kranke Typen. Ball. Kann ich denen die Messer abnehmen? Okay. Yep. Dann nehmen wir auch noch C. Das ist so ein Typ, hä? Warte mal. Ja, dann muss ich, okay. Oh. Auf C drücken. Okay, das war aber... Ich habe gedrückt. Warum tut das noch so weh? Die Mistkerle. Steckt mir gar nicht rein. Ich dachte schon, uns ging es schlecht. Warte. Kurz checken hier die Lage. Hier. Genau. Gibt's hier noch was anderes? Da! Super. Und du? Alles klar hier? Tja. Willst du mich rauslassen? Geht das? Ne, geht nicht. Okay. Also. Machen wir Schluss. Also versuchen wir mal rauszuschaffen, ne? Okay. Wenn sie dich bemerken, keine Sorge, dieser Käfig wird schon bald ihnen gehören. Tja, weiter hoch. Scheiße, das tut weh. Oh? Ach, das war der da oben, hä? Danke. Das war's, hä? Können wir nochmal laufen. Warte. Ja, ja. Dieser Knopf an der Wand ist für das Interkom. Drück ihn mal. Okay, wie komme ich denn jetzt da hoch? Na los, drück ihn. Ja, ach so, alles klar, drücken, das krieg ich schon. Nein, keine Zulung, nee. Wunsch, jetzt darfst du vorne kommen. Das ist schwer. Einen Moment. Schon viel besser. Bin ich da? Wer ist hier so ungeduldig? Was ist das für ein Witz? Komm schon aus deinem Versteck! Fritz, bist du das? In die Luftschleuse, sofort! Ich hab zweimal gedrückt, Alter. Und das irgendwas mit diesem Messer? Da oben ist ein Schaltbrett. Damit kann man alles schellen. Ich halte es hier nicht mehr raus. Yep. Jetzt geht der Spaß erst richtig. Okay, ich würde gerne eine Knarre haben. Danke. Okay. Schöne Uhr. Ha, diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber hier können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, okay. Ich wünschte, ich hätte eine Granate. Obwohl, hier können wir auch mehr erledigen. Okay. Los geht's, Koffer.
Du machst da oben lang? Alles klar. Super. Und ich mache jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns dann das nächste Mal.